Willkommen zurück zu Madness Monday. Heute wieder mit einem Itembild von einem Zuschauer, und zwar den AP Ramos. Und ich muss gleich nochmal gucken, ob ich den Namen von demjenigen finde nochmal, der das vorgeschlagen hat. Ich guck mal gerade nochmal rein. Kommt zurück zu einer weiteren. Yo. Und zwar, wer hat das denn nochmal reingeschrieben? Hat er auf jeden Fall die meisten Abos. Genau, Jonas Schröder. Und zwar soll ich Magi spielen, Rabadons Lich Bane, Voidstuff, Sonyas und Magic Pen Boots. Und ich habe mich dafür entschieden, ich werde kein Majors bauen, denn das ist mir immer so ein bisschen zu trolllastig. Und wir wollen zwar was Extravagantes hier spielen in dem Format, aber es soll ja auch ein bisschen Nutzen haben. Deshalb werde ich das AP Jungle Item bauen und danach natürlich ganz normal Rabadons, Lich Bane, Voidstuff, Sonyas und Magic Pen Boots. Und dann mal gucken. Auf der Lane ist ein AP Ramos sehr, sehr useless. Als wäre eher ein Hindernis als alles andere fürs Team. Und dementsprechend spiele ich ihn im Jungle. Ich glaube, da hat er noch den meisten Nutzen. Vielleicht hole ich mir auch relativ früh schon das Hourglass. Ich muss mal gucken. Je nachdem, wie das Game läuft. Ach ja, mit dabei sind übrigens auch Laura und Flesk. Und zwei Abonnenten. Einmal der Real Tempest und einmal der Poseidon. Ich könnte anfangs ein paar kleinere Probleme bekommen im Jungle. Das könnte ein bisschen nervig sein. Aber es sollte eigentlich gehen. Gerade mit dem Grom-Buff kriege ich ja hier auch die Kleinen relativ schnell tot. So. So, wir haben eigentlich ein ganz gutes Team. Müssen wir mal gucken, Irelia gegen Irelia. Das ist ja auch ein spannendes Matchup. Was habt ihr denn im Jungle? Lee Sin. Wenn ich Pech habe, kommt er mich hier counter-jungeln. Deswegen immer mal da ruhig eine Ward legen. Wie ist das bei euch? Okay. Okay. So, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal back. Und wir werden das mit Ramos so machen. Wir werden uns, glaube ich, wir werden uns den lilanen Smite kaufen. Ich glaube, der ist am sinnvollsten. Weil wir ja sowieso relativ schnell an unsere Gegner rankommen. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt den blauen Smite. Und, nice. Sehr gut, Flesk. Und der Lilane gibt uns nochmal so ein bisschen Sustain im Jungle. Sollte, denke ich mal, kein Problem sein damit. Ah, das Toplane rippt auch. Oh! Der Counter kills. Ich kann nochmal versuchen, Bot zu kommen. Also jetzt kein Flash mehr. Okay, das wird wohl nichts, Laura, sorry. Generell, der Wave Clear im Jungle wird wahrscheinlich ein bisschen crappy sein. Deswegen sollten wir versuchen, wahrscheinlich sogar doch relativ zeitig zu ganken. Ich peile mal so Level 4 an. Und dann mal gucken, ob das klappt. Ein bisschen war Mitte. Aber man sollte den Schaden mit dem AP Ramos auf jeden Fall nicht unterschätzen. Der macht schon relativ guten Schaden. Weil das mit 1-0 skaliert. Das heißt, man bekommt den vollen AP-Wert auf sein Q drauf gerechnet. Und auch die Ult. Man glaubt gar nicht, wie viel Schaden die macht. Die kann richtig rasieren. Ich kann mal Mitte kommen, wenn du willst. Ich habe leider noch keinen Taunt, sorry boy. Ups. Guter Speer. Nochmal abgebrochen, den kleinen Boy. Den kleinen Räudigen. Auf, let's go! Oh. Ich will ja nicht sagen, das war ein indirekter Assist für mich, ne? Ja, aber sehr, sehr indirekt, oder? Release hier. Der war auf jeden Fall sehr indirekt, ja. Kommst du noch weg? Ah, ja. Ich bin noch da. Vielleicht können wir noch was machen.
Okay, aber immerhin auch Flash. Und noch eine Ward. Doppeltwurf. So. Wir gehen mal wieder in den Dschungel. Schön hier smiten. Und jetzt sollte es eigentlich langsam gehen. Wie gesagt, wir werden auf jeden Fall unseren Q maxen. Ganz klar. Macht am meisten Schaden bei uns. Ist unsere Main Damage Source. Und nice. Dementsprechend auch ganz klar, dass wir das hochleveln. Oh, Flisk. Sollte es auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein. Nee. Kein Thema. Er hat die Krabbe auch noch nicht gemacht. Nice. Wow, manchmal ist die Krabbe so übel. Willst du den Lane vielleicht halten? So, der hat halt nur Ignite. Bisschen gefährlich. Ja. Ich komme rein! Ich will nochmal versuchen zu ganken. Roll, roll, roll the boat! Lalalalala! Lalalalalala! Ah. Oh, sorry. Komm schon! Ramos! Jawoll! So, du kannst gerne weggehen. Ja, ich hätte den noch runterziehen können, in dein Speer rein. Das war vielleicht ein bisschen bad von mir. Ja, aber ich dachte, du hattest ihn direkt auf der Stelle und dann ist er ein Stück nach oben gelaufen. Ja, mein Gott, passiert. Gut, gehen wir mal auf zum Gromp. Wop. Dieser Gromp. So mächtig. Das kann ich schaffen, wir den? Ja, ne? Sollten wir eigentlich schaffen. Hoffentlich. Ja, doch, schaffen wir. Oder? Oh, kalkuliert. Alles kalkuliert, Leute. So, ich werde dir wahrscheinlich den Blue Buff geben. Nett, wie ich bin. So, wir werden uns trotzdem mal noch ein paar Pots einpacken. Jo. Das ist halt geile mit Ramos. Man kann immer so aus der Base rausrollen. Das ist dann so ultra fast. Oh. Boy. Oh, kaputt getreten. Nee. Kommst du zum Blue? Jo. Oh, dieser Robo. Nach dem Porten bin ich gestorben. Das ist an mir vorbeigeflogen. Ich habe geportet und kam dann vor der Ulti in der Base an. Das ist ein Witz. Wie? Es hat ohne dich zweimal Witz getroffen. Nein, ich wusste, dass die Ulti kommt, bin der ausgewichen, habe geportet und bin trotzdem noch vor der Ulti in der Base angekommen. What? Okay. Das ist ja weird. Das ist ja echt weird. Tja, Laura. Da hat er dich gerippt, würde ich mal sagen. So, gucken wir mal. Ich bin da. Bop. Ah. Nein, es reicht nicht. Ich bekomme zu viel Schaden. Alter, der Blue Mili mir nehmen, der hat mich richtig gerippt. So, der einzige Nachteil. Man ist super squishy mit dem Bild. Also ein 2 gegen 2 ist halt extrem gefährlich. Vor allem, wenn er mich dann noch geholt hat. Naja, muss man einfach gucken. Oh. Deswegen ist zum Beispiel auch so eine Sache mit Magi's. Weil, wenn man den Bild schon echt super squishy baut, dann ja, muss man echt aufpassen. Also wenn ihr euch Builds ausdenkt, dann, wenn es geht, nicht ganz so trolllastig. Also es sollte schon extravagant sein, aber vielleicht nicht so, dass man damit für sein ganzes Team das Game versaut. Das wäre mir immer wichtig. Zack. Oh. Ups. Bin da! Boys! Ah, oh, der Assist-Maker.
Ups. Ich komm rein. Ah, okay. Ja. Ich muss irgendwie durch die Tower durch jetzt. Ey, was soll das denn nochmal? Ne. Holy Sinner. Kann er noch weg? Ne. Kann er nicht. Okay. Das ist natürlich bad. Leider noch Kills abgegeben. So, jetzt haben wir Support, jetzt haben wir Jungle Item. Jetzt wird schon mal ein bisschen mehr gerippt. Jetzt haben wir ein bisschen Cooldown Reduction, das ist schon mal echt nice. 25% ist echt ziemlich worth. Ich habe sehr offensive Masteries mitgenommen. Bisschen in den Tankbaum gegangen natürlich, logischerweise, damit ich auch ein bisschen weniger Schaden dann im Jungle bekomme. Aber ansonsten relativ offensiv gegangen. Und ich glaube, das geht aber trotzdem. Was halt sehr geil ist mit Rammus, ist Flash Q. Ich bin da. Der meldet uns dann in die rein. Ah, ich hab dich gerettet. Das ist alles, was zählt! Los, renn, kleine Katze! Renn! Oh! Der Ellie kommt zu euch, muss aufpassen. Wow, die Vayne ist aber auch ganz schön bossy. Ganz schöner bossy Boy. Gut. Wir gehen jetzt auf Rabadons, Leute. Boah, das war frech. Was war frech? Das war frech vom Ezreal. Ja, wie? Wohin? Ultimate. Das war auch frech. Der Ezreal hat einfach die Laura in der Base ab. Alter, der geht auf Essence Reaver? Okay, das ist ganz schön merkwürdig. Ich komme, Laura. Und Rippen. Also, ich muss wahrscheinlich Botlane. Der mächtige, das mächtige Gürteltier hat ihn einfach zu Tode attackt. So, die Frage ist, kaufe ich mir vielleicht ein bisschen Rüstung? Die haben ein Full AD Team. Das ist eigentlich, wäre es gar nicht mal bad, wenn ich auf Dings gehen würde. Brauchst du den Blue? Ich könnte ihn dir geben, aber... Ja, nimm den mal. Ich kann ihn taunten. Ich hab keinen Smite. What? War merkwürdig. Ich konnte nicht smiten, ey. Ich konnte nicht smiten, was hier in der Nähe war. Ja, das war noch gut. Kannst du den Blue Warden, Laura? Okay. Ich werde mal schon mal so einen kleinen Zwischenweg eingehen. Ich glaube, Hourglass. Hourglass ist mit Rammus eigentlich auch gar nicht mal schlecht, weil du ja auch trotzdem deine Ulti machst die ganze Zeit. Das ist halt das Geile. Das heißt, du bist im Hourglass und trotzdem kommen immer wieder diese Ulti-Salven, die auch echt viel Schaden machen. 120 alle Sekunde für 8 Sekunden oder was, ja. Das ist schon echt ordentlich. Damit kann man schon richtig rippen. So, mal gucken. Ich denke mal, ich habe auf jeden Fall nachher noch einen Nutzen. Irelia ist balanced. Irelia ist balanced? Wie kommst du darauf? Irelia ist eine volle Kanne balanced. Weil die auch den Pyrex hat verkauft. Ist vielleicht nicht ganz so klar. Man sollte auf jeden Fall versuchen, an so vielen Kills wie möglich sich zu beteiligen. Wie gesagt, wenn man erstmal ein bisschen AP hat, hat man eigentlich auch einen ganz guten Clear im Jungle. Das geht eigentlich. Ich glaube, ich werde jetzt mal top kommen.
kam nicht mehr ran. Vorsicht. Bitte. Können wir mal reinpushen ein bisschen. Ah! Nose! Der hat mich noch weggebrannt, ey, mit seiner Ult. Komm schon, Irelia, renn! Nose! Ah. Arg, 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 arg. Das war doch ein bisschen heftig. Heftig, popestig. Oh, der Lies. Ich bin on the run. Okay. Wie viel Damage macht mein Cannonball denn? 500. Wow, das ist echt ein Cannonball. Ein Powerball. Ja, also. Oder? Oh, die Vayne's. Oh, Vayne! Da hätte sie gut sein sollen. Zünde! Damage! Zünde! Alter, der Damage-Tier hier, der Ramos. Da unter ihn weg. Oh, Laura. Ja. Da konnte ich dir leider nicht helfen. Putz. Bitte die Irelia. Wie kann es sein, dass die Irelia 100% live hat, nachdem die Zed killt? Was ist das denn? Die Ulti von Ramos hat auch so einen erschreckend geringen Cooldown. Das ist so eine Sache, die mir auch echt Angst macht. Oh, Dominions. Dominions. Putz! Schöne Wave Clear. Waves after Waves. Waves after Waves. So, die trifft hin. Oh. Irelia? Oh. Dieser Flask. Gute Sperre. Ich dachte, ich krieg da auch ein bisschen Backup. Na, ich denke mal, Irelia hat nicht damit gerechnet, dass du reingehst. Ups. Gleich, wenn ich Powerball ready hab, ne? Dann wird gerippt, Leute. Ich triff keinen Speer gerade. Ne? Oh, na, nein, einen habe ich getroffen. Das war eine gute Idee. Ich brauche unbedingt mein Hourglass. Ich brauche mein Hourglass. Oh. Not even close. Ich brauche es. 500 Gold. Ich brauche noch 300. Dann habe ich's. Ich dachte, das wäre vielleicht gar nicht mal so bad. Aber es war dann doch ziemlich bad. Oh, die Mitte, die Top Lane. Charge forward. So. Hup. Alter, diese Minions. So, wie viel macht meine Ult? Alter, meine Ult macht 200 Damage in der Sekunde. Weißt du, wie viel das ist? Ey, das ist Rippung. 200? Pro Sekunde. 200, ja. Das ist, hast du richtig erkannt, Flask. Du hast gefragt, wie viel das ist. Der Wave Clear ist auch echt einfach nur gigantisch mit Ramos. Ist einfach Waves after Waves. Der Drake ist da. Oh, die totale Rippung! Nee, der ist willkillt mit dem Ulti irgendwas. Das ist so schlimm. Oh, ja, da war ich tot. Gut, wir machen schon echt guten Schaden, Leute. Guten Schaden. Wir brauchen ein bisschen mehr Rüstung. So, wir haben jetzt schon echt ganz guten Damage, glaube ich. Hm.
Oh, der Ezreal macht ganz guten Damage. Das ist auf jeden Fall nicht, nicht ohne. Ich ihr wollt gar nicht back unten auf der Botlane oder so? Wollt ihr gar nicht die Base verteidigen? Ich bin da, Flesco! Are you ready? Ja, klar. For total destruction! Ich bin on the chase. Oh, die Botlane. Die hole ich mir. Die verleibe ich mir ein. Oh, Laura, los! Rip sie ab! Ich komme, Laura! Lauf! Lauf! Ich bin da! Kann nicht mehr kämpfen. Bin auch weg, da. Komm her. Serious? Oh, der goldene Rammus! Der hat ihn geholt! Der goldene Rammus, von dem man in der Legende spricht, hat ihn einfach nur gerippt. Alter. Report. Nope. So. Jetzt heißt es nur noch ein bisschen mehr Gold farmen für Rabadons. Mein Ziel wird sein, die Leute zu one-shotten. Einfach mit dem Cannonball in Ezreal rein flashen und dann Ulti drücken und Hourglass. Und ihn taunten währenddessen, ne? Das ist das Wichtige. Taunt. Das muss ach, sein. Ich hab das nicht dann rippen wir den ab, aber richtig. Bis jetzt klappt es eigentlich ganz gut. Wir haben zwar auch viele Tode, aber es klappt doch ganz gut. Deswegen müssen wir den Taunt auch maxen gleich. Wir haben jetzt, glaube ich, schon genug Rüstung dadurch, oder? 80? Ja, ist okay. Müsste von der Seite kommen. Von der Seite vermuten sie es nicht. Was soll ich meinen? Hey, der ist real. Kein Problem. Miau. Schon mal die Ult gezogen. Also, ist erstmal. Ich hatte leider noch kein Hourglass. Es war ein bisschen bad. Bin gerade am Überlegen. Meine Ult habe ich gleich wieder. Ich bräuchte ja eventuell Hilfe. Ich komme Homeguards. Warte, 20 Sekunden aber erst. Ich habe aber Homeguards. Oh, nice. Alter. Oh, nice. Nice, 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 nice. Alter, die Vayne. Ich bin einfach so ein einziger Bait gerade, ne? Die Vayne nach oben! Nein! Oh, komm. Bin auf dem Weg. Bin auf dem Weg, Boys. Oh, ihr Rillias verlässt. What? Oh. Tschüss! Sehr gut, Laura. Natürlich auch sehr gut, Irelia. Die Irelia fein gemacht. So. Jetzt holen wir uns hier noch die Minions. Bop! Ey. Komm her. Ich sehe in der Mitte auch schmackhafte Minions. Ja. Gerippt. So, wir haben 1800 Gold. Langsam wird's, Leute. Langsam wird's. Wir haben jetzt echt schon Damage ohne Ende. Da kommt der Einschlag dann gleich. Schön ins Gesicht eingeschlagen. War auch gut, dass wir uns Homeguards geholt haben. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. So, der Blue Buff ist ab, ne? Du kannst den von mir aus haben. Ich komme. So, ich habe auch wieder Flash ab. Wir können dann gleich mal einen richtigen geilen flashy Play machen. Ich komme Mitte. Ich komme auch Mitte.
Stell dich vor mich! Ja, Ramos. Oh, danke. Autsch! Oh! Er zündet! Die Zündung, Leute! Das ist der Erdbeben des Todes! Habt ihr das gesehen, ey? Die haben nur den goldenen Ramos gesehen und wussten gar nicht, was sie machen sollen. Das ist der Bait! Ja, der zündet im Late. Im Late, da zündet er. Nice. Das sah jetzt gerade wahrscheinlich so aus, als hätte ich übelst gefailt, aber ich habe Ezreal und Zed mit meiner Combo getroffen und den Zed habe ich getauntet in meiner Ulti noch. Das heißt, er hat 300 Damage pro Sekunde gekriegt. Oder knapp 300. Das ist echt übel fies, Mann. Also, wir müssen immer darauf warten. Wenn wir Flash haben, können wir echt richtig geile Plays machen. Einfach in die Gegner reinflashen und dann wird das. Das hat eine easy Rippung. Stell wir auch außerhalb der Base hin, ey. Holy fucker Modi. Okay. Dieser Zed. Hey Zed. Was geht denn ab bei dir? Hallo Minions. Ist ganz schön fies, ey, der Ezreal. Ich geh zum Red. No buts. Okay. So. Nächster Item wird jetzt sein Lich Bane. Oh. Teammates! Teammates! Ah, die fighten immer ohne mich. Das ist nicht gut. Nicht gut, da. Miau. Der goldene Ramos, er ist back in the business! Alter, dieser Ramos, ey, das ist einfach... Oh! Oh! The Chase. Chase after Chase. Unglaublich, ey. Keine Ahnung. Egal, was ich mache, der Lee hängt immer an mir dran und kickt mich irgendwo hin. Er hat kommt noch fest. Seit Minute 2. So, was? Void Stuff, ne? Void Stuff habt ihr auch empfohlen. Ich glaube, ich hole mir erstmal. Oder haben die Magic Resistance? Ach, die haben gar nichts. Alter. Was ist aber, da kaufen wir uns einmal instant hier Sheen. Charlie Sheen. Wir müssen eigentlich immer nur warten auf unser Cooldown für unser Hourglass. Dann können wir direkt Ulti zünden. Wir können auch nachher richtig geil Split pushen, weil die Ulti macht ja auch Schaden an Türmen. Und das sind 300 pro Sekunde. Das ist unnormal viel. Echt strong, Leute. Also unterschätzt hat man nicht. Und wir haben auch super viel Angriffsschaden, ne? Weil wir ja auch von Rüstung kriegen wir AD. Das ist ja die Passive von Ramos. Oh. Ist das der Suizid? Bap! Babadabab! Bap bap! Babadabab! Bap bap! The good old AP Ramos. Ich geh auf die Toplane. Roll, du kleines Gürteltier, roll! Ist auch richtig gut, dass wir den dritten Dragon bekommen haben. Dadurch haben wir übel. Ich meine, gerade der Teamfight war eigentlich nicht so optimal für mich, weil ich, noch kein Dings hatte. Ich hatte noch kein Hourglass ready.
Das war ein bisschen kacke. Aber wir sind alle Level 16 gewesen. Oder geworden. So, jetzt. Das ist Level 13, 14. Lichbane. Lichbane Inc. Ich habe jetzt auch wieder Flash ab. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wenn wir in den Reihen flashen, trifft unser Cannonball die alleine für 1000. Unser Auto-Tag auch nochmal ungefähr 500. Alter, die platzen weg wie Erdnüsse, ey, wirklich. Die platzen einfach weg. Oh. Warte. Ich komm. Oh, der Zed. Oh, der Ezreal. Microphone muted. Oh, der Gürteltier, nein! Die haben mich noch gekillt. Aber egal. Das war's mir wert. Es war ein Versuch, Leute. Es war ein Versuch. So. Ups. Oh. Rip in Pepperonis, liebe Irelia. Gut. Ich glaube, ich weiß, was ich mir jetzt hole. Und zwar. Das könnte ich mir holen. Siege Commander. Ich könnte die Tower siegen. Oh oh. Flesk, renn! Ich bin gleich da. Ich bin 5 Sekunden, bin ich ab. Dann komme ich angerannt mit meiner Flitzeboy. Mit meiner Flitzekanone. Ich bin auf dem Weg. Noch bei Tawny of City. Ich habe ganz allein den Zed gekillt. Nice, Laura. So will ich das sehen. Sicken Place hier von der Laura. Hau drauf, Ramos. Okay. Drake ist da. Ja, der Drake ist ab. Schon wieder! Er hat das schon wieder gemacht, verdammt die Scheiße. Hat der ein Skript oder was? Oder warum kann er das jedes Mal so gut? Ist mal ehrlich. Der kann doch nicht zweimal im Game so viel Glück haben, oder? Dragon ist ab. Kommt ihr hin? Laura in Rage. Ja, ich würde kommen, Perik, aber ich kann leider nicht. Hey, du bist, glaube ich, tot, ne? Ich komme. Hallo. Boah, das Cutlevel hier stellt sich einfach. Was eine Sau. Der Ezreal, der ist doch nicht normal. Der Ezreal ist doch echt nicht normal, Alter. Was ist denn? Der Typ ist doch echt hart. So. Wir holen uns einen Blasting Wand. Der gute Void Stuff. Guck mal hier, die Minions, die pushen schon für uns. Die Mitte. Wir können sowieso nichts machen gerade. Wir sollten eigentlich zum Baron gehen. Oder ihr lasst mich splitten. Das ist halt die eine Sache. Ne? Ich kann halt auch splitten. Mein Ulti macht 400 Damage pro Sekunde am Turm. Das heißt, ich könnte die instant rippen. Aber ich weiß nicht, ob das so klug ist, wenn ich splitte. Ich versuche mal das zu nehmen. Wir müssen jetzt halt gucken, dass wir auch wegen Baron uns vorbereiten. Wir brauchen auf jeden Fall Wards, Lauer. Sonst nehmen die sich ganz easy den Baron. Ich wurde gerade halt 100 mal rumgekickt, ne? Erst hat mich der Alistar weggenockt und dann habe ich noch den Lee Sin Kick abbekommen. Der Lee Sin ist aber auch mutig. Wie schnell der Turm fällt, ey. Okay, ich komm back. Back in the base.
bin da. Die werden prinzipiell eingekesselt, oder? Da hinzukommen ist halt so eine Geschichte für einen alleine. Hauptsache wir kriegen den Esrael. Ich glaube, der ist hier das größte Problem. Oh, Flask. Der Greed. Der Greed ist real. Das ist Greed. Ich dachte, ich kann die Irelia kriegen. Oder was soll das sein? Na, schade. Kriegst du nicht, Laura. Der killt dich. Doch. Der killt dich, du hast keinen Mana. Kein Mana. Recht. Ja. Okay. Ja, wir gewinnen die 5 gegen 5 als ziemlich einfach, glaube ich, wenn die Welt von Anfang an da ist. Naja, sicher. Alleine wenn, weil alleine wie ich die auseinandernehme, wenn ich alleine mit Ult drin stehe und Sonjas mache, die sind so tot, Alter. Wie gesagt, wir haben auch immer noch die Möglichkeit, dass ich splitten kann, ne? Ich kann übel schnell, der Turm, der auf der Top-Lane stand, ja, der war innerhalb. Wenn der Esel auf den Lane geht, dann tötet der dich halt einfach. Ja, das kann sein. Aber dann ist der nicht bei euch. Ich glaube, ich bin weniger wert als der Esrael. Wenn der Esrael dafür nicht bei euch ist, ist das übel worth. Ich denke trotzdem nicht, dass wir irgendwie die Ausgangslage haben, um zu split pushen. Ja. Ich werde aber versuchen, trotzdem mal Botlane zu nehmen jetzt. Die machen Baron. Ja, die machen Baron, weil du auf der Botlane bist. Das ist ein Problem. Ja, kann ich nichts machen. Ja, der ist weg. Alter. Wie schnell der Turm fällt, hast du das gesehen? Holy shit, Molly. Schon vollkommen worth. Eigentlich ist das vollkommen worth. Ihr hättet gar nicht alle kommen müssen. Keine Ahnung, es war ja, schon. Wir können halt es war, nichts machen. Was es war schon. Es, nee, nee, ich weiß, aber es war schon in dem Sinne worth, weil wir den Inhib-Turret einfach für lau bekommen haben. Die konnten gar nichts machen dagegen. Nice. Wieder einer mit Baron weniger. Na, ist tot. Schade. Laura, pass auf, lass dich nicht catchen. Kannst du deffen mit deinen Pflanzen irgendwie? Ah, ne, kannst du nicht deffen. Den Nip werden wir verlieren. Weißt du, da frage ich mich echt, wie kann so ein Typ, wenn der so gut ist, ne? Wie kann der Platin hängen? Wie kann so jemand in Platin festhängen, Alter? Das ist echt unglaublich. Wenn der so spielen würde, jedes Game, ne? Dann wäre der längst Diamond. Der hat halt die Lane einfach gesnowballt. Ja, aber der spielt auch so gut. Mechanical spielt ja auch gut. Der trifft jeden Skillshot. Ja, aber wirklich jeden. Solo Queue ist halt viel Konstanz und nicht. Ja, klar. Oh, der spielt halt nicht so jedes Game, ne? Naja, das ist es. Das wird's sein wahrscheinlich. So, gucken wir mal. Esri ist top. Vielleicht kann ich mir die beiden Inhibs holen. Könnt ihr top deffen? Wenn dir keiner ist, kannst du die kommen. Ich hole mir die Inhibs. Unterbricht die Irelia. Ihr müsst den Zed unterbrechen. Razad kommt hinter zu dir, glaube ich.
Eine Hinup habe ich bekommen. Schade, dass ich nur einen bekommen habe. Aber ihr habt nichts verloren, ne, oder? Doch, mich. Ja, aber ich meine kein Turret. Ah, doch, Flask ist tot. Flask ist tot. Alter, nicht rein! Oh Gott, Vayne. Ja, die kriegen sie doch. Ich weiß nicht. Vayne stirbt dafür. Oh ne, gut, sehr gut. Hätte den Q nicht gedodged, wäre es auf jeden Fall gestorben. Good job, Vayne. So, das Problem ist, dass ich mir nichts kaufen kann. Das ist ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ich bin am überlegen, ob es sinnvoll ist, überhaupt mit euch zu sticken, weil ich kann echt super schnell die Türme einreißen, wie gesagt. Meine Ulti macht halt übel den Schaden an Structures. Aber mal gucken. Ach Quatsch. Kommen wir ein anderes. So, mehr Leben, mehr Schaden an Türmen. So, jetzt ist die Frage. Ich werde jetzt mal den kurz smiten. Ah, die haben ja sofort wieder eine Ward, ey. Ich kann zu euch kommen, oder mit euch kommen, ne? Oh, die Vayne ist Melee? Ah, die Vayne. Ah, shit, ich glaube, das war's. Ja, noch war's nicht, weil die Botlane halt reinpusht war. Oh, die Laura. Schön mit dem Hourglass. Ich hab's auch benutzt. Wenn ihr da irgendwie wegkommt, dann könnt ihr da noch vielleicht deffen. Ich bin mir nicht sicher. Die Minions unten pushen halt volle Kanne. Ja. Das könnte uns echt retten. Die kriegen einen Nexus-Turm, kriegen die auf jeden Fall. Einer geht schon back, der Ezreal geht schon back. Ein Nexus-Turm kriegen die doch wohl, oder? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Jawohl, nice. Puh. Holy shit. Ich habe ein bisschen früher gesagt, dass ich den Ezreal interrupten können, aber ich hab's nicht ganz gemerkt. Beim Wave-Game war. Top-Lane ist auch eine Riesen-Wave. Wir müssen jetzt einfach nur gucken, dass wir irgendwie was bekommen. Der Alistair ist halt ein Problem. Aber ich habe immer noch meinen Flash. Wollte Baron nicht auch wieder ab sein? Ja, ich denke mal, erstmal kommt der Dragon. Flask? Oh. Flask? Ja, ich sehe schon, aber ich kann auch noch reingehen. Ich dachte, du wärst auf Kamera. Ich hab doch schneller als die Relia. Ich kann das halt nie fighten zu dritt, ne? Einfach weg. Ah, das war wahrscheinlich auch dumm von mir, da noch reinzugehen. Botlane pusht wieder, ist eine riesen Wave wieder. Die fünf Leute nicht weggehen lassen, haben sie irgendwann ein Problem. Aber wir verlieren auch den Inep und dann haben sie kein Problem. Spawnen nicht so viele Siege von uns. Ah, das ist jetzt. Drei Inneps, weißt du? Bisschen. Ey, der trifft wirklich jeden Skillshot, Mann. Der Typ ist so unnormal. Der hat wirklich noch nicht einen Q daneben gesammelt, ey. Ja, das war's. Njo! Ah, schade.
glaube, man hätte es wahrscheinlich anders spielen müssen. Aber der Ezreal ist auch echt krass. Keine Ahnung, der misst wirklich gar nichts. Also der spielt wirklich nicht wie ein Platin 2 Spieler. Der spielt echt richtig gut. Guck mal, der trifft halt wirklich alles. Der spielt echt richtig krass. Ja, aber jeder hat halt mal ein gutes Spiel. Ja, klar. Aber ungünstig, dass wir dann den im Gegnerteam haben. Problem ist halt auch, dass ich super weit behind bin, weil er die halt in der Runde mit Lane war. Konnte halt nichts machen, nachdem ich den ersten Kill kriegte. Das war's. Gut, Leute, dann schreibt fleißig wieder einen weiteren Bild rein. Versucht ihn nicht ganz so trolllastig zu halten, dass man ihn vielleicht noch auf der Lane spielen kann. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.